Ohne mich an, keine Chance. Ich sollte sehen, was er treibt. Schwachköpfe, ohne mich werdet ihr tot. Beruhigt euch und geht auseinander. Ein Meister wird kommen. Sein Name ist Adek. Ihr folgt ihm und tut, was er sagt. Aber Arkay, mit dir kann der Morast befreit werden. Wir sind bereit. Still, ihr denkt nicht nach. Tut, was dieser Meister sagt. Ich traue ihm. Fang nicht an, uns wie sie zu behandeln. Wir können nicht mehr! Oh ja? Und was wollt ihr? Den Morast mit 5 Veteranen befreien? Wenn ihr von Nutzen sein wollt, hört auf mich und folgt Adek. Wir sehen uns später. Versprochen. Gut. Steh hier rum. So wirkt dieses Durcheinander wie ein Unfall. Wir treffen uns später an einem sicheren Ort. Du hast Wunder vollbracht. Zumindest hat es einer bemerkt. Hast du mein Geld? Bin knapp bei Kasse. Zuerst Arkens. Deine Aufgabe ist nicht vorbei, Styx. Hier ist Arkay. Gibst uns Hoffnung, mein Freund. Gibt selten gute Nachrichten. Du kennst ihn? Ich habe ihn nie persönlich getroffen, aber er wollte, dass ich dich auf die andere Seite der Mauer bringe und dir den roten Teppich bis zum Imperator verlege. Ich befürchte, dass er hier ist, bedeutet, dass wir immer noch im Dreck sitzen. Du hast recht, Styx. Wir müssen ein paar radikale Entscheidungen treffen. Arkens ist zum Tode verurteilt. Ich verstehe die Wirkung der Magier. Aber warum brauchen wir Arkens, um den Imperator zu erreichen? Die Insel der Klagen ist von gefährlichen Riffen und Strömungen umgeben.
Wir brauchen mehr als einen Navigator, um sie zu erreichen. Nur wenige Schwestern der Klagen sind dazu in der Lage. Und einige Großmagier. Arkens ist die letzte von ihnen. Ohne sie ist deine Mission am Ende. Es gibt keinen anderen Weg, den Imperator zu erreichen. Warum dieser ganze Ärger, um eine blöde Insel zu erreichen? Der Palast ist an der Spitze dieses Turms, richtig? Wir können uns in der Küche verstecken und ihn überraschen. Ich glaube, du weißt nicht, welche Art Widerstand dir auf dem Weg nach oben begegnet, Styx. Aber das ist nicht das eigentliche Problem. Ich befürchte, dass es zu spät ist, wenn er von der Insel der Klagen zurückkehrt. Warum? Es ist keine Vergnügungsreise. Sie ist neutral und nahezu unantastbar. Der Tempel auf der Insel der Klagen wurde zu einem speziellen Ort für diplomatische Treffen. Der Imperator geht dort nur aus einem Grund hin. Er trifft Gesandte der Elfen und Zwerge, um eine Allianz gegen die Südländer zu schaffen. Er versucht, die anderen Völker in seinen Kreuzzug gegen die Grünhäute einzubeziehen, um ihren Widerstand vollständig niederzuschlagen. Ihr seid ein großartiges Volk. Viele respektieren euch und wollen Frieden. Wenn diese Allianz zustande kommt, habt ihr keine Chance. Oh, charmant. Und dein Weg führt wohin? In einen Wald außerhalb des Turms. Es wird uns einiges kosten, aber der Imperator hat unserer Kriegskasse viel gespendet. Ohne sein Wissen. Dieser Tunnel wird viele Leben retten, wenn die Zeit gekommen ist. So kommt ihr hier raus, wenn du Arkens geholt hast. Wegen dieser Magierin bin ich zum verdammten Turm gekommen. Wo wird sie gefangen gehalten? Im Gefängnis der Inquisition am Boden des Turms. Ihr passiert das, was jedem, der als Ketzer bezeichnet wird, zustößt. Sie wurde vor 3 Tagen verurteilt. Ich habe versucht, sie mit meinem Einfluss herauszuholen, aber ihr Status als Großmagier hat sie zum Ziel der Inquisition gemacht. Sie wird bald verbrannt. Ich verstehe. Wir müssen uns beeilen. Aber überlegt. Du bist die letzte Chance, diesen Völkermord zu beenden, Arkay. Selbst wenn du ihre Zelle erreichst, werden sie den Alarm auslösen, sobald du in die Säule eintrittst. Der halbe Turm wird hinter dir her sein und alle Eingänge werden blockiert. Und was schlägst du vor? Eine Revolte. Wir werden den Morast erheben, um den Turm zu kontrollieren. Oder zumindest die Säule auf der gleichen Ebene wie der Morast, um die Imperialen von dir fernzuhalten. Ist, schaffbar. Wir errichten eine Barrikade und halten sie, bis du Arkens hochgebracht hast. Danach kommst du hierher zurück und gehst durch die versteckte Passage. Scheint zu einfach. Sicher, dass ihr durchhaltet? Ich wünschte, wir könnten. Wir bereiten uns schon lange vor, aber die Wahrheit ist, dass wir noch nicht bereit sind. Greifen wir jetzt an, gibt es ein Massaker. Aber wir haben keine andere Wahl. Keine Chance, dass meine Brüder draufgehen, um mich zu decken. Ich werde mit Styx alleine gehen. Du führst uns nur zur Säule. Was? Du machst Witze! Das werden wir nicht überleben! Er hat recht, das ist Selbstmord. Und undenkbar. Keiner der anderen Blutkiefer hat ein Lebenszeichen gezeigt. Ich befürchte, dass du das letzte, noch aktive Mitglied der Truppe bist. Keine Chance, dass du dich opferst, dich oder Arkens. Nur du kannst etwas bewirken. Verstanden. Im Grunde habe ich keine Wahl. Also, wo beginne ich? Wir müssen den Hauptmeister loswerden. Er ist auf der Seite des Imperiums und würde uns nie beitreten. Dieser Misthaufen will mich eh hängen sehen. Es wird mir eine unendliche Freude sein. Richtig, aber er wird beschützt, Arkay. Er hat Angst vor dir. Dein Sieg in der Reihe hat dich zum Helden aller Orks des Morasts gemacht. Er weiß, dass du ihn töten und seinen Platz einnehmen kannst. Niemand würde dich aufhalten. Und genau das ist unser Weg. Ab da werden dir deine Brüder in die Hölle folgen.
Richtig. Es ist Zeit aufzubrechen. Ich muss meine Rolle dort oben spielen. Viel Glück, Akai. Wir sehen uns. Ich hoffe. Wirklich. Oder einer von uns hat versagt und den Preis bezahlt. Ich versage nicht. Brauchst du was? Du hast in den ganzen Waffenschränken nicht zufällig etwas Brauchbares gefunden. Nun, diese Waffen sind wertvoll, weißt du, und kosten uns eine Menge. Aber für euch machen wir eine Ausnahme. Ich verstehe. Sonst noch was? Wir kommen später wieder. Brauchst du was? Du hast in den ganzen Waffenschränken... Nun... Sonst noch was? Es ist Zeit, den Hauptmeister zu besuchen. Ich zeige euch den Weg. Nur eine letzte Sache noch.
Die Späher müssen geschmiert werden, damit sie wegschauen und alles als alltäglichen Ärger abtun. Es sei denn, ihr helft mir. Was sollen wir tun? Nun, ich würde dieses Gold gerne für neue Waffen nutzen, um alle für den Aufstand auszurüsten. Versteht ihr? Aber es muss ordentlich ablaufen, leise. Wir dürfen keinen Aufruhr auslösen. Oder die Inquisition wird kommen und alles zunichte machen. Es wäre keine gute Idee, die Soldaten des Imperiums anzugreifen, solange die Vorbereitungen nicht abgeschlossen sind. Die sind hier isoliert. Die Ablösung kommt alle 5 Tage. Bis dahin haben wir den Aufstand begonnen. Und früher oder später begegnen wir ihnen doch. Aber du hast recht, wir können uns keine Fehler leisten. Wir müssen in ihre Baracken schleichen, sie töten und wieder verschwinden. Kein Job für einen Ork. Ja, und du zählst auf meinen guten Willen, meinen Hals zu riskieren, um dir ein wenig Geld zu sichern. Du wirst auf dich alleine gestellt sein. Kriegst du das hin? Hey, ich brauche euch nicht, um auf mich aufzupassen. Ich komme besser alleine klar. Zeig mir nur, wie ich in die Baracken komme, und ich zeige euch, wie ein Profi arbeitet. Und erzähl Barryman, dass ich meinen Lohn neu verhandeln will. Langsam geht mir das hier auf die Nerven. Verlass dich drauf. Hä? Noch ein Rattenloch. Was zum Henker mache ich hier? Ernsthaft? Verdammt, Arkay! Ich schwöre, dass mir deine Mutter Erde die Füße massiert, wenn ich hier drauf gehe. Gut, dann mal los. Nicht einfach wegschleichen. Der Kampf ist nicht vorbei. Thank you.
Grün heute! Hier sind wir. Fertig. Hat's dir gefallen? Bin ziemlich gut, oder? Ha! Mach nicht so ein Gesicht. Es wird dein letztes sein. Ich hab dir den Hintern getreten, wie bestellt. Ein Tod pro Kunde. Stirb jetzt und lass dir Zeit. Nun muss ich nur den Leuten im Versteck erzählen, wie toll ich bin. Und dann sehen wir nach deinen blassen Freunden. Aber ich vergesse dich nicht. Du bist wie das erste Mal. Der Beginn von etwas Magischem. Irgendwo müssen wir anfangen. Nun, weil mein Kumpel Ark tief im Inneren ein Utopist ist. Er will an die Freundschaft zwischen Menschen und Grünhäuten glauben. Aber wir beide wissen, dass das Blödsinn ist. Jeder hat seinen Platz und du hast den richtigen für die Menschen gefunden. Das ist nicht alles, aber ich habe einen Termin. Ich werde den Hauptmeister nicht von dir grüßen, denn er wird dir bald folgen. Bleib unten.